In diesem Video zeige ich eine der eindrucksvollsten Festungsstädte Frankreichs, Carcassonne. Und wir fahren hier Boot auf dem Kanal du Midi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Wenn du mehr aus Frankreich sehen willst, dann abonniere diesen Kanal. Wer nach Carcassonne in den Süden Frankreichs nahe Toulouse fährt, der interessiert sich vor allem für die Cité. Dies ist eine mittelalterliche, auf dem Hügel der Altstadt gelegene Festungsstadt. Sie liegt im Südosten der heutigen Stadt und hat ihren Ursprung in gallo-römischer Zeit. Ihr richtiger Ausbau erfolgte dann im Mittelalter. Wer die Cité betritt, dem fällt auf, dass sie von einer doppelten Mauer umgeben ist. Die Mauer ist etwa 3 Kilometer lang und verfügt über 52 Türme. Eigentlich ist diese alte Festungsstadt in der Folge verfallen. Sie wurde aber im 19. Jahrhundert restauriert. Dadurch entstand ein gut erhaltenes historisches Monument. Die UNESCO erklärte es 1997 zum Weltkulturerbe. Die Stadt wurde im 1. Jahrhundert vor Christus gegründet. Einzelne hufeisenförmige Türme der inneren Stadtmauer sind noch heute erhaltene Zeitzeugen dieser Epoche. Im Mittelalter lebten rund 3500 Menschen hier in der Festungsstadt. Heute ist die Cité ein ausgedehntes, touristisch genutztes Freilichtmuseum und für Autos gesperrt. Der Bereich zwischen den beiden Mauern wird Zwinger genannt. Er hielt die Angreifer in einem Bereich fest, den die Wurfgeschosse der Bürgerwehr sehr gut erreichen konnten. Die Mauer sollte möglichst hoch sein, da bis zum 14. Jahrhundert nicht zurückgeschossen, sondern zurückgeworfen wurde. In Friedenszeiten nutzte man den Zwinger für ritterliche Kampfspiele und Feste. Wer in Carcassonne ist, der muss auch mal eine Tour auf dem Kanal du Midi machen. Dieser Kanal verbindet Toulouse mit dem Mittelmeer. Er ist 240 Kilometer lang und verläuft über den Bergsattel zwischen den Pyrenäen und dem französischen Zentralmassiv. Hier in Carcassonne biegt er in östliche Richtung ab und mündet am Ende seines Verlaufs dann im Mittelmeer. Der Kanal wurde 1681 fertiggestellt. Im Norden mündet er in den Fluss Garonne und hat damit eine Verbindung zum Atlantik. Seit 1996 gehört der Kanal du Midi zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Kanal muss auf seinem Weg mehrere Höhenunterschiede wettmachen. Und so wundert es wenig, dass sich eine Vielzahl an Schleusen aneinanderreihen. Die meisten dieser Schleusen müssen von Hand betrieben werden. Deswegen müssen von entlangfahrenden Hausbooten einzelne Mitfahrer immer wieder aussteigen und den Schleusevorgang in die Wege leiten. Es ist ein geradezu entspanntes Schippern auf diesem stillen Gewässer, von dem man auch eine Sicht auf die Cité von Carcassonne hat. Im Norden Frankreichs liegt die Stadt Metz und man kann hier entlang der Mosel auch eindrucksvoll das Wasser und die Stadt genießen. Wer Lust bekommen hat, sollte sich mein Video dazu anschauen. Bis hierhin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.